Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der erste Frost war da und der Garten braucht mich ein bisschen. Manchmal ist der Gärtner Fluch und Segen zugleich für den Garten. Ich habe schon viel eingehen lassen, aber gut, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Also es kann auch mal was kaputt gehen. Allerdings, wie gesagt, jetzt war der Frost da und jetzt schauen die Hochbeete halt so aus. Gerade hier an der Kapuzinerkresse kann man es ziemlich gut erkennen. Die ist nach dem ersten Frost komplett kaputzki, genauso wie hier die Auberginen. Auch die Sonnenblumen haben es jetzt mittlerweile ziemlich gut hinter sich. Allerdings werde ich die, weil ich sehe, da sind auch ein paar Körner dran, werde ich die da hinten am Zaun entlang verteilen, damit die Vögelchen und das andere Getier auch noch ein bisschen was hat. Ebenso haben sich die Gurken natürlich auch verabschiedet, aber die dürfen jetzt auch gehen. Und hier die Chilis und die Zinien, die haben natürlich jetzt auch das Zeitliche gesegnet. Auch habe ich mir mal was Neues gegönnt. Und zwar einen neuen Gartenabfallsack, weil der hat es definitiv so langsam hinter sich. Aber solange noch keine großartigen Löcher im Boden sind, werde ich ihn noch weiter verwenden. Wie ihr seht, es gibt einiges zu tun hier im Garten, also zumindest hier bei den Hochbeeten. Das Gerät hier hinter mir, das hält mich nämlich momentan ein bisschen auf. Also es geht voran mit dem Gewächshausbau. Dach ist drauf und auch vorne die Dreiecke, also hier habe ich schon drin. Fenster fehlen noch ein bisschen was, die aber schon fertig zusammengebaut sind. Gut, letztendlich, der Garten braucht mich jetzt mal. Ein paar Paprika sind noch dran an meinen Paprikapflanzen, die werde ich als erstes runterschneiden. Und mal gucken, was vielleicht sonst noch so brauchbar ist, eventuell.
Die Hochbeete sind leer. Ich habe jetzt nur die Radieschen, da sieht man ein bisschen was hier, habe ich drin gelassen, weil die sind noch gut und vielleicht werden sie noch was, weil ein paar warme Tage haben wir noch. Dann in den Sonnenblumen war nichts mehr drin, deswegen habe ich die jetzt trotzdem komplett so, wie sie waren, weggeschmissen. Und beim Blumenkohl und beim Brokkoli, da habe ich die Pflanzen auch weggeschmissen, also wirklich eingetütet und weggeschmissen, weil da waren nämlich kleine Würmchen dran. Und das will ich nicht in meinem Kompost haben, beziehungsweise wenn die schon Eier gelegt haben, dass die nicht mehr oder nicht überwintern. Außerdem habe ich noch die Pfingstrosen runtergeschnitten, damit sie nächstes Jahr im Frühjahr wieder neu und frisch wachsen können. Und die Fackellilien, die habe ich zusammengebunden, damit das Herz der Fackellilie im Winter nicht gar so nass wird, weil sonst können die nämlich das Verrotten anfangen. Letzte Aktion des Tages und wahrscheinlich auch letzte Pflanzaktion des Jahres. Und zwar habe ich hier 3 blaue Scheinzypressen, 2-mal Bambus. Das Bild habe ich übrigens auf Pinterest gesehen, also diese 3 Scheinzypressen und eben den Bambus davor. Fand ich super, weil dieses wirklich Blau von der Scheinzypresse im Kontrast mit diesem hellgrün vom Bambus, fand ich klasse, musste ich haben, super. Vor der blauen Scheinzypresse und dem Bambus haben wir hier eine Virginia Willow, eines, Little Henry, soll 1 Meter sich ausbreiten und einen 1/2 Meter hoch werden. Dann noch einen japanischen Spindelstrauch, der soll bis zu 1,50 Meter hoch werden, also ich bin 1,70, jetzt komme ich gleich aus dem Bild raus, 1,71, ich bestehe auf einen Zentimeter, also wird er circa so hoch werden, minus Topf. Dann noch eine Diavilla, ich hoffe, man spricht es so aus, Kodiak Black, soll 70 cm hoch werden, nee, umgekehrt, 70 cm breit und 90 cm hoch. Soll wohl auch im Winter eine richtig schöne rote-gelbe Farbe dann bekommen. Hier in dem Eck stand eine Brombeere. Maßlos großer Strauch, übel viele Dornen, aber hat leider nichts mehr getragen. Deswegen musste sie leider weg. Weggemacht habe ich sie an einem Tag, wo es geregnet hat, wie aus Eimern. Ein Teil habe ich gefilmt davon. Ich habe dann allerdings die Kamera weggepackt, weil es hat echt geschüttet wie Sau. Es war nicht wirklich schön. Also meine Arme waren vollkommen zerkratzt gewesen. Ich hatte überall die Dornen stecken. Not nice. Aber das Ding ist jetzt weg. Ich habe es auch noch ausgegraben, damit es nicht wiederkommt. Also sind wir in der Richtung zumindest safe. Am gleichen Tag habe ich in den Kasten hier dieses Purpurglöckchen. Name weiß ich jetzt leider nicht mehr, gepflanzt. Auf der anderen Seite auch in dem anderen Eck. Und hier vorne ist eine Brunnerer. Im Kasten da drüben spiegelt sich das Ganze. Und hier in der Mitte haben wir auch noch mal Purpurglöckchen. Mal hier in hellgrün und einmal in so einem braun-rot. Und in der Mitte steht ein Black Lace Elderberry, also ein schwarzer Holunder. In den Kästen hier drüben ist in der Mitte jeweils eine Hortense, die ich auch ausgegraben habe. Und zwar hinten vom Grillplatz ist eine Paniculata. Die vertragen die Sonne und anscheinend wollen sie auch die Sonne. Weil, wie man hier schön erkennen kann, so wirklich geblüht hat sie dieses Jahr nicht. Hat mich mit 2 Blüten belohnt. Aber seitdem die hier stehen, schauen die super aus. Die Sorte ist übrigens Diamond Rogue. Wenn man die Straße hier jetzt mal entlang geht, beziehungsweise am Zaun entlang, ja, hier steht eine Bank, ich weiß noch nicht, ob die da stehen bleibt. Kommen wir hier hinten in das Eck. Und zwar habe ich hier einen Buchsbaumersatz namens Blumenbuchs. Die sollen wohl auch wirklich schön blühen. Dann hier auf den beiden Seiten nochmal Hortensien, irgendwas Grandifiole heißen die und in der Mitte ein Rhododendron. Ich stehe hier neben einer Walnuss. Walnüsse sind dafür bekannt, dass sie dieses sogenannte Juglon in den Blättern haben. Es ist ein Keimhemmer, der eigentlich verhindert, dass nahezu alles um die herum wächst, weil die sind ja recht egoistisch, diese Bäume. Allerdings verträgt dieser Blumenbuchs, 7 Stück stehen da hinter mir, genauso wie der Rhododendron und auch die Hortensien, die da stehen, die sollen das wohl angeblich vertragen. Ich probiere es einfach aus, sollte es nichts werden, weiß ich es zumindest. Ich habe mit dem ganzen Eck hier noch echt viel vor, allerdings nicht mehr dieses Jahr, weil die Zeit einfach zu kurz ist. Wir hatten schon den ersten Frost und mir ist es einfach zu heiß, noch weitere Pflanzen hier rein zu pfropfen, also muss es wohl warten dann bis nächstes Jahr. Die Faustregel ist nämlich, dass man eigentlich Pflanzen so circa 6 bis 8 Wochen vor dem ersten richtigen harten Frost, das heißt so um die minus 5 Grad, in die Erde bringen soll, weil in der Zeit, also in diesen 6 bis 8 Wochen, haben sie noch genug Zeit, um einzuwurzeln
Und dann ist man safe, damit man sie eben sicher über den Winter bekommt. Ich packe meine paar Pflanzen jetzt in die Erde und ich hoffe aufs Beste. Ein paar Pflanzen also auch noch in die Erde gebracht. Die blaue Scheinzypresse wird übrigens zwischen 5 und 10 Meter hoch. 5 oder doppelt so viel, okay. Aber sie sind sehr schnittverträglich und sie brauchen auch ziemlich viel Wasser. Deswegen habe ich beim Pflanzen auch das Pflanzloch gleich noch einmal mit Wasser voll gemacht, damit sich der Wurzelballen so richtig schön vollsaugen kann. Und der Bambus, der wird ungefähr 3 Meter hoch. Die paar Pflanzen sind jetzt also in der Erde. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr noch mal pflanzen werde, also irgendwas pflanzen werde. Ich glaube es nicht, weil es wird einfach jetzt mittlerweile zu kalt. Außer vielleicht so Tulpen, Narzissen. Mein Knoblauch muss ich noch stecken. Ja, okay. Die nächsten paar Tage werde ich immer mal wieder da unten vorbeischauen und gucken, ob sich die Erde noch weiter gesetzt hat und ob ich noch ein bisschen Erde aufschaufeln muss oder nicht, je nachdem. Ich habe versucht beim Pflanzen den Wurzelballen, also den bestehenden Wurzelballen, auf Erdlevel zu halten, also quasi so hoch, wie die Erde im Topf war, genauso hoch eben sitzt der Wurzelballen jetzt in der Erde. Ich hoffe, das war verständlich. Ja, und ansonsten werde ich die nächsten Tage auf jeden Fall noch ein wenig auf Wasserversorgung achten. Es soll zwar regnen, aber dem Wetterbericht kann man zurzeit echt nicht trauen, weil die letzten 3 Tage zum Beispiel war wunderschönes Wetter gemeldet und wir hatten hier eine Nebelsuppe, das war nicht mehr feierlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Die Linse ist dreckig. Ich sollte vielleicht immer mal die Kamera ausschalten, wenn ich euch so rumdrache. Ich stehe ja hier neben einer Walnuss. Und Walnüsse, also beziehungsweise die Blätter in der Walnuss, oh, die Stechmucken, Alter.